Hallöchen, meine Freunde, und damit wieder herzlich willkommen zurück zum LS 15 hier Landwirtschaftssimulator auf der Hofbergmann zusammen mit den Tino und dem Friesi. Hallo. Hi Leute. Hallo. Volle Begeisterung. Wie immer. Back to the roots. Yeah. Back to LS. Yeah. Mein allererstes Video seit einer Woche, was ich wieder aufnehme. Und wie fühlt sich das an? Der Traum. Anstrengend. Es fühlt sich anstrengend an, weil ich immer noch etwas angeschlagen bin, ja. Wie man vielleicht hören kann. So. Die Frage ist jetzt aber, wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben? Also ich war auf jeden Fall bei der Milch stehen geblieben. Ja, ich hatte Biogas verkauft. Und ich mache jetzt Kartoffeln, weil ich war arbeitslos. Ja, es war Sinn und Zweck war, glaube ich, zu sparen, dass wir uns den Tiertransporter kaufen können, und zwar den LKW. Genau. So. Ich will jetzt mal hier den restlichen Milch auf. Was kriegen wir denn für Milch, wenn wir Milch normal verkaufen? Steht das irgendwo? Gucken wir mal. Ja, die Milch, die wir herausholen, schaffen wir doch erst zu den Homo-Dings da. Naja, das ist ja das hier unten, das der Homogenisierer, glaube ich. Gibt es dafür nicht eine eigene Verwaltung? Der Milchhof? Hier, der Milchmax. Der Milchmax. Nicht? Wir sind doch noch am Milchhof, da wird das Ganze noch homogenisiert. Es gibt doch einen Milchhof. Unten auf der Karte. Wo denn? Unten? Unten auf der 9. Ja, aber hier ist auch so ein Milchmax. Ja, aber. Ich hab gedacht, beim Milchhof verkaufst du einfach nur die Milch. Da produzierst du das selber, die Homo, ja, aber ich guck gerade mal, ob ich hier die Milch finde. Haarmilchfass. Ja, nee, stimmt, Haarmilchfass gibt's ja auch hier. Das Haarmilchfass, ja, doch. Das Haarmilchfass wird am Milchdings verkauft, okay. Also, erzeugt. Wo, was, Haarmilchfass wird? Also das Haarmilchfass, was wir da gerade oben produzieren, verkaufen wir da unten für 905 Euro die Tonne. Also dementsprechend pro Fass. Das Fass. Ja, gehe ich mal davon aus, dass das jetzt ein Fass ist. Hui. Also brauche ich jetzt wahrscheinlich mit meiner Milch gar nicht hier runterfahren. Nee. Hier ist eine Verkaufsstelle. Soll ich die Kartoffeln hier direkt schreddern? Mit dem Getreideschrot direkt zu Schweinefutter verarbeiten, meine ich? Die was? Ich bin jetzt hier oben bei den Kartoffeln. Wir haben ein paar gedämpfte Kartoffeln und die wollte ich jetzt zu Schweinefutter weiterverarbeiten. Weil wir haben zwar noch Getreideschrot, aber das gedämpfte Kartoffeln ist leer. Soll ich die da reinkippen oder haben wir ja, was? Ja, klar, ja. Okay. Also immer wieder in die nächste Produktionskette eben rein. Ja, ich dachte, wir hätten was anderes damit noch vor oder so. Nee. Ja, dann weiß ich auch nicht. Dann brauchen wir erstmal in... Dann brauchen wir erstmal einen Anhänger. Hatten wir so einen? Oh Gott, ich habe keinen Plan mehr. Es ist einfach eine Woche keine Videos ist oder beziehungsweise zwei Wochen kein LS. Also insgesamt gespielt, weil eine Woche war ja im Voraus aufgenommen. Und ja, das ist ganz schön schwierig hier wieder reinzufinden. Bei so einer Map, wo man doch schon relativ viel hat. Aber haben wir einen Anhänger, der automatisch Dings lädt? Ja, ne? Ne, den hatten wir auf Agendorf. Und hier haben wir keinen. Und hier haben wir keinen. Geht's mal kurz zur Garage nochmal durch. Mach doch oder mal, oder? Den Freilich haben wir den Marschall. Ja, ja. Den Marschall, ja. Hatten wir ja für die Salatköpfe. Ach ja. Mann. Und Unterstützung sind die Kunden hier, ey. Och, uns geht's genauso wie dir. Also, warum? Jetzt zwar nicht so körperlich, aber geistig. Naja. Die Kurzbewohner dazwischen. Du denkst, wir haben jetzt heimlich ein eigenes Projekt aufgemacht. Na nee, aber du sagst ja siegessicher, wir haben keinen. Nö, weil da war ich mir siegessicher. Naja, irgendwo musst du die Information ja hernehmen. Ja, aus meiner felsenfesten aus meiner felsenfesten Überzeugung. Und die war komplett falsch. Ja, siehst du mal. Also sagt uns das, deine felsenfeste Überzeugung ist mit Vorsicht zu genießen.
Nö, warst du schon immer. Oder wenn du von etwas felsenfest überzeugt bist, so ist es mit Vorsicht zu genießen. Ja. Oder wie jetzt, oder was? Okay. So, na egal. Ja. Auf jeden Fall müssen wir mal die Zeit hier auf 5 laufen lassen. Was denn jetzt? Oder? Hallo? Hi. Ja. Ah gut, ich hatte dicken Leck gerade. So, das dann war der warten, bis so ein Ding hier fertig ist, weil das gibt einen Tausender. Eins und Fass ist ein Tausender wert. Gut, dann hole ich jetzt einfach mal. Haben wir noch einen kleinen Anhänger oder sowas übrig? Mit Sicherheit. Ja, aber im Hof steht nichts. Oder? Warte mal. Ja, doch. Da oben müssen ein paar Kartoffeln hin. Ich bring da mal wieder neue Kartoffeln rüber. Überleg gerade, wo der Anhänger steht für den Salat. Bohren, Ernte, Geräte und Anhänger. Na, wo ist er? So viel Spittel, ey. Nicht, der kann ach, keine Kartoffeln machen. Der steht unten bei den Kartoffeln? Wer? Ja. Der Anhänger. Der automatische. Ja, einer steht bei den Kartoffeln, genau. Der Paletten automatisch lädt, ja. Der steht bei den Kartoffeln, ja. Warum? Keine Ahnung. Okay. Huch. Ah, kann ich mir da eine ordentliche Farbsicherung drin gewähren. Schlimm. Kann der kleine Rote hier keine Kartoffeln laden, oder was? Nee. Muss nicht unbedingt. Nee, kann er nicht. Dann habe ich doch keinen. Was zur Hölle ist... Sind ja nicht alle Anhänger belegt. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, einer steht unter dem Silageturm, wo die anderen sind, weiß ich nicht. Ja, guck mal auf der Karte. Ich bin dabei. Wo ich es ausgesprochen habe, habe ich schon I gedrückt. Weißt du, dass unten bei den Kühen Wasseranlagen stehen was. Auf jeden Fall noch welche? Da unten steht was. Macht der Hänger da oben? Warum steht am Gasthaus der Viehtransporter? Bei den Rindern den steht was. Den hatte ich dort abgestellt. Ach so. Ja, weil... Dann hole ich den unten ab. Nee, weil da muss noch entladen werden und da war aber zu. Und den wollte ich dann mit dem LKW mitnehmen. Ach so, naja, den LKW haben wir ja jetzt, deswegen fahr ich ja gerade mit dem LKW runter. Dann musst du gucken, ob du da jetzt von Zeiten her das passt oder nicht. Wir haben 17 Uhr, machen wir mal kurz hier auf 0. Und dann düsen wir mal der Runde. Jetzt müsste das ja theoretisch mit dem hier klappen eigentlich. Hab ich der John Deere die überhaupt gezogen? Was denn? Ob der John Deere die den silbernen Anhänger gezogen kriegt, voll beladen. Geht alles. Kommt geht alles. Auf die Geschwindigkeit dann. Boah Gott, lag. So, na. Ah. Erster Tag wieder hier. Erste Aufnahme. Über eine Woche oder eine Woche kamen keine Videos, glaube ich, ne? Jo. LS kam so. Ey, warte mal, LS. Ja, doch, stimmt. Sonntag kam ja das letzte Video, ne? Letzte Woche Sonntag. Right. Eieiei. Ja, da ist es schon schlimm, wenn gar keine Videos mehr kommen. Und es war auch schlimm. Es ist noch schlimm, aber es war viel, viel schlimmer. Das ist echt übelst, ey. Also wenn du jemanden überhaupt nicht leiden kannst, so richtig hassen tust, also dann kannst du dem so eine richtige so einen richtigen Grippevirus. Da ist auf jeden Fall. Ja. So, Obst, Gemüse. Tja, ist jetzt die Frage. Obst, Gemüse wird es wohl nicht sein. Ah, Amisch. Ja, du gut, Amisch. Sehr gut. Wir sind froh, dass du wieder unter den Lebenden bist. Das freut mich.
Das freut mich. Jeden Abend haben Randy und ich uns im Teamspeak getroffen und haben eine Schweigeminute abgehalten. Jetzt hör auf, so eine Scheiße, jetzt zu labern, du Klon. Chrissy wird es ja glauben, aber bei Randy nicht. Randy hat nicht getrauert. Wer Schwachsinn. Der Empfang, der war so kühl gerade. Das war eher reiner Zufall, der Empfang. Kaum bin ich nicht mehr da, lässt er sich gehen. Ach, am Arsch. Ach. So, na gut, jetzt ist zumindest das hier unten schon mal am Start. Dieser komische Name ist scheiße. Also, wenn wir dann mal Geld brauchen, da unten haben wir verkaufen, das ist immer ganz gut. Den Rotz jetzt erstmal da stehen. Oh, Alter. Wisst ihr, was das Schlimmste an der ganzen Sache ist? Dass der Körper so komplett dermaßen im Arsch ist und ausgelaugt ist und fick und fertig ist, dass einen das wochenlang begleitet. Wochenlang. Okay. Das ist so belastend. Gar nicht. So, was steht jetzt an? Also, warte mal. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Die Hänger bei den was Rändern sind alle voll. Was machst du jetzt mit diesem Anhänger eigentlich, Randy? Ja, gar nicht. Wir können da ja nicht annehmen. Da müssen wir erst auf den nächsten Tag warten, weil die ja plus bis 12 annehmen. Ich fahre den LKW jetzt hier hin, koppel den Anhänger an und lass ihn dort stehen. Unten bei der Gaststätte. Unten bei der Gaststätte, genau. Ja. Und währenddessen wollte ich ja hier noch Strom machen. Wir brauchen mehr Anhänger. Das ist der Vorteil, wenn man die Maschine da stehen lässt. Haben wir noch einen... Hast du jetzt einen Frontlader da oben, Freezy, bei den Kartoffeln? Da steht der JCB. Stimmt, den haben wir ja gekauft. Biogas hat ja richtig gut Kohle gebracht. Was ist denn eigentlich mit diesem riesen Drescher hier? Riesen Drescher? Der mitten am Feld steht. Achso, da habe ich ja abgeerntet, den habe ich da oben auch schon mal stehen lassen, weil ich noch nicht dazu gekommen bin. Da habe ich ja jetzt erstmal Dings gemacht. Lass ich den dort stehen. Also, wir brauchen unten neue Kartoffeln. Die Kartoffelwaschanlage ist so kurz vor leer. Ich glaube 15% oder so hatte sie noch. Aber alle Anhänger sind belegt. In den grauen ist Einstreu drin, in den anderen ist, ich glaube, Mischfutter drin. Und der ist in Silo steht, nimm doch, leer den bei der Reife außen aus und nimm den dann halt mal kurz mit runter. Ja gut, ich dachte, du willst ihn voll machen. Ja, der wird ja irgendwann voll, aber dauert in unsere Ewigkeiten. Und bitte. So, mal schauen. Ich bin gerade durchgewaschen in der Waschanlage. Oh Gott. Ich hätte mit LS15 abschließen sollen. Jetzt war ein guter Zeitpunkt. Na gut, Freunde, dann war's das. Wir sehen uns dann zu LS17 wieder. Apropos LS17. Jetzt kommt's. Wahnsinn. Der Professional Farmer 2017 und tausende andere Strukturen ist ja jetzt die Woche auch rausgekommen. Ich weiß nicht, wie viele, ich glaube 3, 4, 5, 6 Mann haben unter den ersten Part unten drunter geschrieben. Ach du Scheiße, das ist der neue LS17. Unglaublich. Ja, weil es halt auf Deutsch die Landwirtschaft 2017 ist, weißt du? Und ja. Ach du Scheiße, das ist der neue LS17. Ja, wäre ein guter Rückschritt gewesen. Hast die Leute wieder verarscht, ja? Nö, die Leute haben sich selber verarscht. Haben viele unten drunter geschrieben, um Gottes Willen, nein. Naja, sicher. Ach ja. Aber es kamen ja zwei Spiele raus, ne? Muss man dazu sagen. Zwei beschissene Spiele. Na, Forst ja noch, ne? Ja, Forst auch noch. Das ist. Hab schon gar nicht angefangen, aber das ist genauso ein Kreuz. Keine Ahnung. Also, ich hab noch von anderen Dienst bekommen und. Hat er dir viel Spaß gemacht? Halt. Überlege halt, was ich halt mache.
Ja, also hier professionell Farmer kann man ja zusammen machen. Ist ja jetzt nicht das Problem. Wenn Was das, was du spielst hier? Ja, professionell Farmer. Na, Landwirtschaft 2017. Ja, oder Landwirtschaft 2017, ja. Ich verwirr das, wenn du einmal Deutsch und einmal Englisch redest. Naja, das ist. Die Leute Das sind sich weiß halt man nicht nicht, ob einig, sich wie noch man im so einen selben Spiel Bescheuerten nennt. handelt. Was? Die Leute sind sich halt nicht einig, wie man so einen Bescheuerten nur nennt. Was steht denn auf der Verpackung? Professionell Farmer und in-game steht die Landwirtschaft 2017. Na siehst du? Oh Dann nein. nenn's doch einfach, wie du gerne möchtest, was deine Gebärdensprache ist. Och, na man soll professionell Farmer. Vielleicht die Sprache. Naja, warte mal, wenn ich jetzt sage, die Sprache, die ausdruckstechnisch am besten klingt bei dir, wir sind ja beide für den Arsch. Das eine ist sächsisch und das andere ist Englisch auf sächsisch. Das ist auch nicht so. Na Wir gut, sind wir sind durch. fertig. Gut, Däumchen da lassen, nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn ihr mögt. Bis dann, haut rein. Aber nur, wenn er mögt, ja. Tschüss.